So, hallo und herzlich willkommen zu diesem, ja, ich weiß noch nicht, wie ich das nennen soll, da sehe ich aber noch so ein bisschen justieren hier noch. Und zwar spiele ich das Spiel tatsächlich mal auf meiner Xbox 360. Ich habe sogar, ich hoffe, da funktioniert doch da einwandfrei, meinen ersten Xbox 360 Controller ausgepackt hier, den weißen noch. Und zwar ein Spiel, bei dem ich mich wirklich darauf freuen würde, wenn es dazu mal eine Fortsetzung geben würde. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Hoppa, hoppa, weiter, machen Sie doch mal weiter. Einzelspieler, Mehrspieler, gerade und so weiter. Hast du nicht gesehen, die ganzen Optionen etc. Einzelspieler. Dann sagen wir mal, Benutzer definiert, gegen die Zeit. Ja, da fährt man halt alle Strecken. Das ist halt, ja, normales Zeitfahren. Man fährt halt die Strecken halt auf Zeit. Man kann versuchen, seine Zeiten zu überholen. Einzelspieler, großen Karriere und Arcade-Modus. Ich mache mal erstmal hier den. Was ich ein bisschen schade finde bei dem Spiel ist, die Kurse sind alle recht. Es gibt auch schon mal Ausnahmen, aber in der Regel, der größte Teil dieser Spiele ist hier, was ihr auf der Kamera seht, das sieht vollkommen anders aus. Man hat das Gefühl, dass das, wo Wetter steht, dass das total breit ist, das Fenster, ist aber eigentlich gar nicht. Das liegt nur an der Perspektive, die ich hier gemacht habe. Wetter kann man einstellen, da mache ich natürlich schönes Wetter. Wer will denn schon bei Regen fahren? Man kann sich die Autos kann man sicher aussuchen. Was ich so schön fand bei diesem Spiel, das war, ich kann das ja mal machen hier, und zwar Arcade-Modus aktivieren, da sieht man das besonders dran. Two Wheels Only. Ja, das sind hier die, die Motorräder und sowas. Komisch, dass ich das alles noch gar nicht habe. Catch me if you can. Drift. Final Countdown. Kann das sein, dass hier meine Spielstände gar nicht mal so drin sind? Dass ich die... die meisten Spielstände auf meiner alten Xbox 360 hatte? Zeit versus Kudos ist übrigens... immer wenn man... Ich meine zumindest, immer wenn man Checkpoint überschreitet, dann kriegt man wieder Zeit da drauf. Stoppen Sie die Uhr mit rasanten Drifts. Achso, das, ja. Machen wir trotzdem erstmal hier. Gegen die Zeit. Dann nehme ich mal. Ich nehme mal irgendwas hier. Einfach mal starten. Ich finde das schade, dass. Ich habe das sogar. Ich spiele das sogar lieber als Forza oder habe es lieber als Forza gespielt. Ich bin mehr so der Arcade-Rennen-Fan. Dann gibt es hier ja auch so eine Sachen wie den Blitzautomaten. Da fährt man ein Stück Strecke. Teilweise kann es auch vorkommen, dass kurz vor dem Blitzer eine Kurve ist. Da muss man sich mit bestimmten Geschwindigkeiten, je höher, desto besser blitzen lassen. Und das Schöne finde ich dabei hier, dass ich bin so lange nicht mal gefahren, falls ich jetzt kürzer fahren sollte. Warte mal, was ist denn was hier? So, das ist das. Bla 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 bla. Das hat richtig. Whoops. Muss mal kurz was wegmachen. Was ich übrigens hier auch schön fand, das ist hier. Das ist es gar nicht. Man weiß ja nie, wo die Leute jetzt wieder hier auf die Barrikaden springen. Da können sie doch nicht machen hier. Die Mucke hier am Start bringt. Ich glaube, hier ist das gar nicht. Das ist, was ich auf der ersten Xbox hatte. Hallo, ich habe doch die Musik weggemacht, ihr Affenhirne. Was ist das für eine Scheiße hier? Muss ich das auch noch speichern irgendwo? Mach weg da. Speichern, ah. Hast du jetzt mal gespeichert, hast du jetzt geschnallt? Meine Güte.
Bei der ersten Xbox fand ich schöner, dass man seine eigenen Soundtracks auf die Festplatte kopieren konnte. Dann konnte man im Spiel seine eigene Musik hören. Das ging bei der Xbox 360, bei der ersten, die rauskam, ging das noch über Umwege. Da war es aber schon komplizierter. Da musste man quasi, man konnte nicht im Spiel die Musik anwählen, sondern musste ins Dashboard der Xbox gehen und das da irgendwie handhaben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging, so lange ist das her. Heutzutage ist, glaube ich, der praktikabelste Weg ist, glaube ich, wenn man eine seine Soundanlage, wenn er die meinetwegen mit zwei Shinch-Anschlüssen angeschlossen hat, also rechts und links Box, wie es normal üblich ist, dann macht man einfach Weichen dran und schließt einfach seinen CD-Player oder sowas damit dran. Und zwei Shinch-Anschlüsse sind dann eben für die Konsole und zwei, die gehen auch zugleich hinein, ist von der CD-Anlage. Dann lässt man die Musik der CD-Anlage einfach über die gleichen Boxen wie die Konsole laufen. Das wäre heutzutage, wo dann, wie sieht das denn so aus? Und dachte, das wäre so das Bond-Auto oder so. Ich glaube nicht. Ups. Das ist hier ein bisschen schön hier dran. Man kann quasi dann, wo ist eigentlich die Handbremse? Ups. Ich habe das doch immer falsch gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das gespielt wie normales Autofahren. Ich glaube, normalerweise sollte man mit Handbremsendrift um die Kurve fahren. Es hat aber zumindest gereicht, um Project Gotham Racing 2 und 3, man kann das da durchspielen. Wenn man im Singleplayer Arcade oder was das ist, die ganzen Herausforderungen durch hat. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht alles auf Stahl gespielt. Ich habe dann nicht auf Platin nicht alles, aber ich habe dann, das Schöne ist, man kann dann diese Sachen immer und immer wiederholen. So ein Blitzkasten. Wenn man den da nicht schafft, dann wiederholt man das so lange, bis man das irgendwie die Platin-Medaille hat. Das fand ich ganz nett. Dieses, man muss jetzt nicht fahren wie ein Weltmeister, um weiterzukommen. Man kann auch erstmal auf Easy Peasy. Es gibt ja erst Stahl, dann Bronze, Silber, Gold und Platin gibt es da als Medaillen. Je nachdem, wie gut man gefahren ist, etc. Dann gibt es ja die eine Art von Rennen, man startet vom letzten Platz und muss möglichst viele überholen. Und das ist dann der letzte Flieg raus. Das ist, weiß nicht, ob das beides gibt oder nur der letzte fliegt raus. Aber das wüsste ich auf jeden Fall. Das ist, der Letztplatzierte im Rennen fliegt halt immer raus. Bis halt nur noch einer da ist und da hat er, ja, da hat dann halt gewonnen. Da ist eine feste Teilnehmerzahl. Dann die Blitzgeräte, dann wäre meinetwegen, man würde hier um die Kurve fahren. Sagen wir mal, meinetwegen, bei den Blitzgeräten sagen wir mal einfach mal, das wäre jetzt, nehmen wir einfach mal an. Das wäre so ein Blitzrennen hier. Da würde man meinetwegen hier starten, fahren. Dann fährt man ein bestimmtes Stück der Strecke. Das ist dann halt verschieden, schwierig oder leicht, wie auch immer. Und dann würde jemand wegen dem Blitzkasten stehen. Da würde man vorbeifahren, man würde geblitzt werden. Das kann auch sein, dass es hinter der Kurve ist, der Blitzkasten. Und je mehr Speed man drauf hat, desto besser. Zum Beispiel. Oder was ich damals gerne gespielt habe beim Project Gotham Racing 3, das hieß Katz und Maus. Das waren zwei Dreierteams, die sind gegeneinander gefahren. Zwei Spieler des Dreierteams waren die Katzen, die waren höher motorisiert. Und ein Spieler des Teams war die Maus. Das heißt, das Ziel war es, dass die Maus vom eigenen Team das Ziel eher überfährt, von der Strecke als das vom gegnerischen. Das heißt, der Mausfahrer musste sich nur darauf konzentrieren, am schnellsten am Ziel zu sein. Und die Katzenfahrer haben sich darauf konzentriert, den irgendwie zu blockieren, etc. Da habe ich tatsächlich eine Trophäe bekommen für, dass ich das mal geschafft habe, mit der Maus zu gewinnen. Beenden wir mal. Ja. Ich finde, für mich ist das immer noch, geht denn hier, ja, geht zum Beenden. Wie oft muss ich das denn noch angeben? Da bin ich auch so kein großer Fan von, wenn man dann 10-mal sie zum Beenden machen muss und beenden. Und wollen sie beenden, können sie beenden, dürfen sie beenden, sollen sie beenden, habe ich nie gesehen. Gossen Karriere ist halt der Karrieremodus. Aber ich befürchte,
Ja, das, was ich schon befürchtet hatte. Ich hatte wohl das Spiel auf dieser Konsole nicht gespielt. Ich hatte das nämlich eigentlich durch mit der Karriere. Deswegen präsentiert er mir das noch so, als hätte ich zum ersten Mal angefangen. Man kann wirklich den Schwierigkeitsgrad wählen? Das wusste ich gar nicht. Ach, das war bei Gotham Racing 3, war das anders. Meine Güte. Arcade-Modus. Das ist, ich habe hier tatsächlich nicht alle Speicherstände drauf. Das ist ja ein kompletter Unterschied. Dann verabschiede ich mich mal mit diesem Video und lege dann gleich mal das andere rein, damit ihr das als Vergleich habt. Project Gotham Racing 3. Dann war das, was ich mehr gespielt hatte als das hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.